1945 leben 14 Millionen Deutsche östlich von Oder und Neiße. Seit Jahrhunderten tief im Land verwurzelt. Vom Süden Böhmens bis an die Dünen der Ostsee. Dann geht diese Welt verloren. Es beginnt in Ostpreußen. Anfang Januar 1945 steht die Rote Armee hier schon an den Grenzen des Reiches. An Evakuierung darf keiner denken. Es war ja damals noch alles auf den Endsieg programmiert. Jedenfalls waren das die offiziellen Parolen der Partei. Und das hätte also, wenn man die Zivilbevölkerung evakuiert hätte, wäre das ja ein Beweis gewesen, dass man an den Endsieg nicht mehr glaubt. Schon im Herbst 1944 hatten die Ostpreußen die ersten deutschen Flüchtlinge gesehen, aus dem Memelland. Vorboten des großen Sturms. Doch viele verschließen die Augen. Jeder hat sich immer an seinem Haus und seinem Vermögen oder seinem Grundstück oder sonst was geklammert. Und wollte es einfach nicht wahrhaben, dass die Gefahr ist. Hitler in Berlin, weit weg von der Front. Im Osten kann ich noch Raum verlieren, sagt er zu Vertrauten. Ich erwarte von jedem Deutschen, dass er sich an seine Pflicht bis zum Äußersten erfüllt. Dass sich jedes Opfer, das von ihm gefordert wird und werden muss, auf sich nimmt. Ich erwarte von jedem Gesunden, dass er sich... Opfer für ein Reich, das längst verloren ist. Der Tyrann will die Deutschen mit sich in den Abgrund reißen. Januar 1945. Großangriff der Roten Armee im Osten. Lange erwartet. Hitler hatte die Warnungen seiner Militärs verspottet als größten Bluff seit Genghis Khan. Jetzt stoßen sowjetische Truppen auf breiter Front vor. Deutschlands Osten ist dem Untergang geweiht. Ostpreußen wird verloren gehen. Ebenso der größte Teil Pommerns. Ganz Schlesien. Und am Ende auch die deutschen Siedlungsgebiete im Sudetenland. Ein ganzes Volk verliert seine Heimat. In Ostpreußen ist niemand vorbereitet. Allzu viele glauben den Parolen der Partei. Vorbereitungen zur Flucht werden streng bestraft. Das ging ja wirklich Schlag auf Schlag nach. Gestern noch wurde allen erzählt, wie herrlich und wundervoll es sein würde, wenn wir den Krieg gewinnen. Und 24 Stunden später musste ich denen verkünden, also Kinder, wir müssen alle hier raus. Und das war natürlich ein Chaos, was entstand aus Verzweiflung und Trauer und Hoffnungslosigkeit. Viele müssen zu Fuß aufbrechen. Oder packen hastig Hab und Gut auf Fuhrwerke. Keine Zeit zum Abschied nehmen. Alles im Stich zu lassen. Und keine Chance mehr haben, das wiederzukriegen. Ich meine, einige haben ein bisschen was gekriegt, aber der Großteil hat es nicht gekriegt. Das war brutal, das tut schon weh. Einzigartige Amateuraufnahmen vom Aufbruch einer ostpreußischen Bauernfamilie. Die Großmutter kann nicht mehr laufen, muss oben auf den Wagen. Der Verlust von Haus und Hof trifft die Alten besonders. Ich habe da meinen Großvater das erste Mal weinen sehen, zu bitter. Das werde ich nie vergessen. Er drehte sich immer wieder um, aber es gab kein Zurück mehr.
Millionen sind auf sich gestellt. Im härtesten Winter seit Jahren, bei minus 20 Grad. Die Partei ist längst geflohen. Ich bin zur Kreisleitung gegangen und dachte, die werden einem nun sagen, was man machen soll und so weiter und wo Züge gehen und so. Und da war überhaupt niemand mehr, weil die waren als allererste getürmt. Auch Gauleiter Koch, der sich so gerne volksnah gibt, kehrt seinem Volk den Rücken, will sich selber retten. Koch flieht aus Königsberg in einen Bunker an der Küste. Von dort schickt er Funksprüche an Hitler: Ich kämpfe weiter. Die sowjetischen Truppen marschieren unaufhaltsam vorwärts. In manchen Frontabschnitten sind sie der Wehrmacht 20-1 überlegen. Am 21. Januar fällt Insterburg. Eine Stadt, die weitgehend vom Krieg verschont geblieben war. Das war so eine Wut, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Wir fühlten so ungeheuren Neid. Sie lebten doch so sehr im Reichtum und wir dagegen in Armut. Und dennoch haben sie uns angegriffen und versucht, uns des Letzten zu berauben. Bewegt von solchen Gefühlen treffen Rotarmisten erstmals in großem Umfang auf deutsche Zivilisten. Der erste Kontakt verläuft manchmal überraschend. In einer großen Wohnstube saßen vielleicht 30 Leute, vor Schreck erstarrt, draußen rollen die Panzer und dann huschte da eine Gestalt am Fenster vorbei, ein Russe. Todesstille. Der kommt rein, guckt ein bisschen verlegen und sagt: Uri, Uri, Uhren. Blitzschnell rissen alle, die irgendwas hatten, die Uhr von der Hand oder sonst wo, er gab dem einen Haufen Uhren und er hat sich sogar noch bedankt und ist gegangen. Wir waren völlig irritiert, wir hatten gedacht, er schießt jetzt oder macht irgendwas. Gar nichts. Oft läuft es weniger glimpflich ab. Hinter der deutschen Frontlinie, auf verschneiten Straßen, nimmt die Tragödie ihren Lauf. Hunderttausende irren mit ihren Wagen durch das Land, weichen der nahenden Front. Doch viele große Straßen, die nach Westen führen, bleiben Flüchtlingen versperrt. Die Trecks, die wurden natürlich nicht da auf die Straßen zugelassen. Das war alles nur fürs Militär. Wir fuhren über Sturzacker, über Feldwege, durch Waldwege. Wir hatten gar keine Ahnung. Nur so ein bisschen nach dem Daumen gerichtet oder nach der Himmelsrichtung oder sonst was. Als erstes trifft es die Kinder. Die schneidende Kälte lässt ihnen keine Chance. Viele bekommen Fieber, fangen an zu zittern. Die Mütter müssen hilflos zusehen. Ich habe also viele Frauen gesehen, die ihre toten, erfrorenen Kinder getragen haben. Und die nicht loslassen wollten. Ist klar, nicht? Welche Mutter lässt denn schon gerne auch ihr Kind, wenn es nicht mehr lebt, da nun einfach im Straßengraben liegen? Ostpreußens Alleen sind von Leichen gesäumt. Keine Zeit für ein Begräbnis. Keine Zeit zu trauern. Es hatte jeder mit sich selbst zu tun. Es wurde in Gebet gesprochen oder kurz Andacht, wie man so sagt. Und dann ist man weitergegangen. Dann wurde ein bisschen Schnee rübergeschüttet. Dann gingen die Menschen weiter. Es wurde kein Wort erzählt unterwegs, als wenn die sprachlos waren. Nur noch das eigene Leben war interessant. Es hat sich keiner mehr um anderen gekümmert. Nicht? Im großen Dreck ist jeder auf sich gestellt. Oft bietet selbst die Familie keinen Schutz mehr. Die Brüder Gerd und Emil Schäffler, hier ein Bild aus sorglosen Tagen, verlieren im Dreck ihre Eltern aus den Augen. Dann bekam die Tieflieger. Und
kam ganz tief. Ich habe noch hochgeguckt, mein Bruder auch. Und in dem Moment da hagelten die Bomben. Mein Bruder, der mich sonst immer beschützt hat, lag neben mir und naja, und ich habe geschrien wie am Spieß. Während der Dreck mit den Eltern weiterzieht, verblutet der Bruder in den Armen von Gerd Schäffler. Das vergesse ich nicht, das waren seine letzten Worte. Ich kann mir die Beine nicht mehr bewegen. Ich kann die Beine nicht mehr bewegen. Gerd, leg mal die Beine rum. Und dann dauert es nicht lange und er war still. Keine Zeit für Mitleid. Zwischen den Fronten werden ganze Trecks zerschossen und überrollt. Ja, auch ich bin sehr dicht an einem Pferdewagen vorbeigefahren und habe ihn wohl umgestoßen. Wir mussten vorwärts. Ob da Zivilisten noch am Leben waren oder nicht, hat mich überhaupt nicht interessiert. Wir mussten weiter. Ein Treck schafft im Schnitt 10 Kilometer am Tag. Die Spitzen der Roten Armee 35. Wenn die Panzer zu sehen sind, ist es schon zu spät. Wir saßen im Schützenloch, ein bisschen abseits von der Straße und konnten ansehen, wie das da auf der Straße zu sich ging.